Trennung der Woche, zweiter Anlauf, doch getrennt. Bettina und Christian Wolf, wie geht's jetzt weiter mit dem Glamour-Paar? Mehr in Brisant heute. Dann beschäftigt uns ein Krimi rund um den Vatikan. Zwei spektakuläre Vermisstenfälle, um die es da geht, und einen schrecklichen Verdacht. Das also auch heute bei uns. Und dann zeigen wir natürlich, wie man lernen kann. Das funktioniert tatsächlich sehr spannend. Wir freuen uns auf Sie. Nach der Tagesschau legen wir los. Und wir lernen heute, zu Halloween sehen selbst Katzen gruselig aus. Und diese ist eine ganz besondere. Wir zeigen, wie heute Halloween gefeiert wird, nicht nur in Deutschland, überall. Da schauen wir später noch drauf. Und erst einmal ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind, heute bei Brisant. Das ist das Paar, das diese Woche die Schlagzeilen bestimmt. Christian und Bettina Wolf. Es liegt klar sicherlich an seiner schillernden Position, dass ganz Deutschland darüber spricht, wenn Bettina Wolf, wir sagen es mal vorsichtig, nicht so ganz nüchtern Auto fährt oder eben wie jetzt das Paar seine Trennung bekannt gibt. Und das zum zweiten Mal. Bleiben wir dran, hören wir nach. Auf jeden Fall eine tolle Aktion von einem Fußballfan. Wir gehen jetzt nach Italien. Es geht in den Vatikan und da um einen Kriminalfall, in den möglicherweise höchste religiöse und politische Kreise verstrickt sind. Hintergrund ist ein Vermisstenfall von einem Mädchen, der schon 35 Jahre zurückliegt. Und jetzt durch Knochenfunde kommt plötzlich wieder Bewegung in diesen Fall. Und möglicherweise wird dieses Rätsel so viele Jahre später jetzt doch noch gelöst. Jetzt geht es hier um eine eigentlich wirklich gute Idee. Es geht um eine Brücke, da ist sie, und um eine Maus, die ist hier. Nun sollte die Maus eigentlich über diese Brücke laufen können, das war die Idee. Und deshalb hat man in Bayern 93.000 Euro, also eine Menge Geld, in die Hand genommen und eben diese Mäusebrücke gebaut zum Schutz der Artenvielfalt. Klingt gut. Jetzt gibt es allerdings ein größeres Problem. So wie die Brücke da steht, kann diese süße kleine Haselmaus sie gar nicht benutzen. Heißt also, die Investition von 93.000 Euro ist leider für die Katz. Schokolade irgendwann dann auch mal dick macht, aber bis dahin macht sie, wie ich finde, vor allem glücklich. Und in Köln wird sie ab heute sogar ganz groß gefeiert. Und deshalb, finde ich, zählen wir die nächsten 3 Minuten mal. Bitte schön, keine Kalorien, sondern genießen einfach. So, ich muss mir mal hier den Weg bahnen, wie Sie sehen. Die Kollegen haben eifrig dekoriert hier im Studio. Auch wir sind heute monstermäßig in Halloween-Stimmung. Ja, mir gefällt sehr, könnten wir eigentlich so lassen. Wir gucken natürlich heute mal, wie wird denn so gefeiert? Wer feiert Halloween? Die Stars haben sich natürlich sehr hübsch gemacht. Also je nachdem, wie man hübsch so definiert. Und wir zeigen auch eine Zombie-Schule. Ja, tatsächlich, sowas gibt es. Da kann man das Gruseln lernen. Ja, ich verjag jetzt hier mal ein bisschen Fledermäuse und Nebel und Sie dürfen schauen. Sag mal, Leute. Bigfoot, was mag das sein? Also ich habe mich heute auf jeden Fall auch schon dekoriert, um Sie einzuladen, mit mir dann Ihre Verkleidung zu zeigen. So sah das hier aus, ne? So habe ich ausgesehen, mein Spaß am Vormittag. Prinzessin bin ich nicht geworden, Sie ahnen es. Ist eher die gruselige Schwester der Prinzessin. Ja, hat einen Moment gedauert, aber dann, ja, das war das Werk am Ende. Hat viel Spaß gemacht, aber Sie sehen am Ende zur Sendung doch noch umdekoriert. Aber wir laden Sie ein, uns gern auch Ihre Verkleidungsvideos oder Fotos zu schicken, gern über die sozialen Medien oder auch auf unserer Brisant-Seite. Da haben wir für Sie die Möglichkeit geschaffen, Fotos und Videos hochzuladen. Machen Sie das also bitte schön gern. So, wir gucken auf die Prominenz. Einer mit einem hübschen Gesicht kommt jetzt. Hardy Krüger Junior, der hat uns verraten, wie man Patchwork-Familie, Job, Liebe und all das unter einen Hut bekommt. Und dann haben wir noch Herzogin Meghan. Die hat mit einem ganz besonderen Rock alle Blicke auf sich gezogen. Sehen wir jetzt. Brisant Prominent geht los. Ja, und da haben wir ein hübsches Bild hier zu Beginn. Guck mal, da kann man nur hoffen, dass keiner Schnupfen hat. Harry und Meghan sind ja gerade auf ihrer großen Hallo, ich stelle meine neue Frau vor Tour und aktuell in Neuseeland. Da gehören eben zur Begrüßung solche Nasenküsschen direkt dazu. Hachi, ja, bei dem sieht es super aus. Da hätte alles ganz entspannt weiterlaufen können bei diesem Besuch. Und keiner in Großbritannien hätte wahrscheinlich den Kopf geschüttelt, wenn nicht Meghan einen ganz besonderen Rock in ihrem Reisegepäck gehabt hätte. Ja, kreativ sind die zwei, wo wir sie gerade gesehen haben. Nicht nur Prinz Harry hat in diesem Jahr riesengroß geheiratet, noch ein anderer, Hardy Krüger Junior, der Schauspieler, ganz romantisch, haben beide sehr geschwärmt danach. Also privat läuft es bei dem richtig super gerade. Beruflich steht er auf der Theaterbühne und da geht es um die großen Sinnfragen des Lebens und davon erzählt er uns jetzt. Na unbedingt. Und wir fragen, was macht eigentlich der Rest der Royals gerade? Harry ist ja nur unterwegs, aber natürlich gibt es auch noch William und Kate und zum Beispiel. Da haben wir Beweisbilder jetzt.
Küssen verboten, haben die Prinzen mal gesungen. Aber manchmal, da hilft so ein Kuss, sogar Geschichte zu schreiben. Jetzt geht es hier bei uns um Michael Gorbatschow. Einen Mann, der die Entwicklungen in Europa und der ganzen Welt mitgeprägt hat, der die deutsch-deutsche Geschichte verändert hat. Und jetzt kommt er tatsächlich sogar ins Kino. Michael Gorbatschow in einem ganz besonderen Porträt. Viele Gespräche hat er geführt mit Regisseur Werner Herzog. Und der hat dann diesen tollen Film gemacht. Wir schauen rein. Ja, und das mit den Lebkuchen ist hängen geblieben. Wir kommen zu einem tollen Schauspielpaar, Frau Uhlig und Herr Karl. Ein Paar mit einem Stallkinder zu Hause. Das Verrückte ist, beide siezen sich immer. Ja, das ist das einzige Paar, das ich kenne, die sich so auf Abstand halten. Aber wahrscheinlich kann man so eine Beziehung auch frisch halten. Sie ist aber auch alleine sehr stark. Gerade ist sie im Einsatz als Patin für einen Abend, der den starken Frauen gewidmet ist. Und eine stellen wir jetzt vor, die andere ist natürlich Frau Uhlig. Tolle Aktion, wünschen wir da einen guten Abend. Und noch was Neues gibt es im Ersten hier. Der Sender, bei dem selbst krank sein ja manchmal sogar Spaß macht, dank erfolgreicher Serien wie die Sachsen-Klick. Jetzt kommt dazu in aller Freundschaft die Krankenschwestern. Was diese Serie verspricht, sagen wir Ihnen leider erst morgen. Jetzt einen schönen Abend von uns. Bis dahin. Tschüss.